Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Absenkung des Grunderwerbsteuersatzes von 6,5 auf 3,5 Prozentpunkten kann ein erster großer Schritt für mehr bezahlbaren Wohnraum sein. Unternehmen und Bürger sprechen uns immer wieder auf die hohen Steuern und Abgaben in NRW an und wünschen sich endlich eine Entlastung. Unternehmer wollen investieren, sollen aber zunächst erstmal 6,5 Prozent an den Staat abgeben, wenn diese Grundstücke oder Häuser für die Erweiterung ihres Geschäftsbetriebes erwerben wollen. Hier verhindern die Landesregierung und auch die Koalition mit dem Festhalten an den hohen Steuersätzen aktiv die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Junge Familien möchten sich endlich den Traum vom neuen Eigenheim leisten, doch nur wenigen Menschen wird dies ermöglicht. Wer ein Haus im Wert von 300.000 Euro kaufen möchte, muss dafür erst mal fast 20.000 Euro an den Staat abgeben. Geld, was der Familie beim Umbau und beim Ausbau des Hauses fehlt. Geld, welches ansonsten für Handwerker oder vielleicht für einen neuen Gaskessel zur Verfügung stünde. Stattdessen greifen Sie als Staat, Herr Liedenkemper, hier gnadenlos zu. Rot-Grün hat die Erhöhung des Steuersatzes 2011 und 2015 eingeführt, wogegen sich die CDU und FDP zum damaligen Zeitpunkt noch Opposition mit markigen Worten gewehrt hatte. Und nun lassen CDU und FDP die Häuslebauer und sich entwickelnden Unternehmen im Stich. Denn sie verweisen immer noch auf eine gescheiterte Bundesratsinitiative und das, obwohl sie wissen, dass diese niemals dem Bundesrat in dieser Form passieren wird. Dabei haben sie es doch jetzt hier und heute in der Hand und müssten nicht auf Bundesgesetze warten. Der Steuersatz ist nämlich direkt hier in NRW änderbar. Und die von uns geforderte Gesetzesänderung wird auch von den Sachverständigen in der schriftlichen Anhörung begrüßt. So äußert sich beispielsweise der Bund der Steuerzahler positiv zu unserem Gesetzentwurf. Ich zitiere: Mit einem Steuersatz von aktuell 6,5 Prozent zahlen die nordrhein-westfälischen Steuerzahler bundesweit die höchsten Abgaben für den Erwerb einer Wohnung oder eines Hauses. An anderer Stelle heißt es weiter: Der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen fordert deshalb eine spürbare Entlastung bei der Grunderwerbsteuer. Auch Handwerk NRW begrüßt unseren Antrag, so heißt es, ich zitiere: Der hohe Hebesatz schadet dem Wirtschaftsstandort, da potenziellen Investoren unnötige Hemmnisse in den Weg gelegt werden. Der hohe Hebesatz erschwert Unternehmensgründungen und Unternehmensübergaben. Weiter heißt es: Der hohe Hebesatz ist daher für die wirtschaftliche Dynamik eher hinderlich. Und noch weiter: Eine hohe Belastung aus der Grunderwerbsteuer hat eine preistreibende Wirkung auf den Immobilien- und Mietmarkt und verschärft damit den Mangel an bezahlbarem Wohnraum im Eigentum und oder im Mietmarkt. Und weiter im Zitat: Da die Grunderwerbsteuer grundsätzlich das Wohnen verteuert, trägt sie zur sozialen Entmischung in Ballungsregionen mit Wohnungsmarktengpässen bei und zwingt Arbeitnehmer tendenziell zum Wohnen in Randlagen oder im Umland, wodurch sich Mobilitätsbedarfe erhöhen. Und so kommt es dann zur finalen Aussage des Handwerkerverbandes, ich zitiere: Plädieren wir dafür, dass die Landesregierung und der Landtag in dieser Wahlperiode den landesspezifischen Hebesatz für die Grunderwerbsteuer absenken. Zitat Ende. Also genau das, was die AfD mit dieser Gesetzesvorlage fordert. Fassen wir zusammen. Der Gesetzentwurf der AfD kann viele Dinge zum Besseren bewegen. Ein geringerer Steuersatz verbilligt das Wohnen und ermöglicht auch eine soziale Vielfalt in Stadtgebieten statt sozialer Segregation. Ein geringerer Steuersatz belebt die wirtschaftliche Dynamik und vereinfacht Unternehmensneugründung und Unternehmensübergaben. Ein geringerer Steuersatz kann die Wohnträume von jungen Familien erfüllen. Ein geringerer Steuersatz bedeutet, dass die Bürger über ihr hart erarbeitetes Vermögen selbst frei entscheiden können, statt das Geld der Regierung übergeben zu müssen. Stimmen Sie also für mehr Freiheit, für günstigen Wohnraum und für die Belebung der wirtschaftlichen Dynamik. Stimmen Sie für unseren Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank.